Die Reise dieses Löffels, den wir gerade probiert haben, zwischen Optik und dann Genuss, war spektakulär. Ist das auch so bei Löffel Nummer 3? Bist du spektakulär? Komm her und zeig's uns. Sieht so aus wie so ein Leinsamencracker. Hm? So eine Grundnervosität ist schon da, würde ich mal behaupten. Aber ich glaube, ich rutsche heute gut durch. Schmatzen ist immer gut. Was war dieser gebratene Sponge, der da drunter war? Also definitiv meines Erachtens ein Ersatzprodukt. Also Tofu kann es eigentlich nicht gewesen sein, sondern wirkte eher wie Tempeh oder was Gebackenes. Ich fand halt vor allen Dingen diese Currywürze da drin. Das war für mich jetzt gerade ein vollwertiges Gericht. Kein Curry? Nein? Nur Karotte und Leinsamen. Ist das Curry? Na, es geht für mich in die Curry-Richtung. Ja. Und das hat eine Länge und eine Cremigkeit gehabt und auch eine dezente, pikante Note. Also das war für mich ein Löffel, wo ich wirklich sagen kann, es ist in sich stimmig, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Bombe. Bombe, oder? Sehr schön mit der Säure und der Karotte. Und wir haben alle Texturen dabei. Das kriegen wir oft mit Fleisch und Fisch nicht so hin, wo wir aus dem Vollen schöpfen können. Da wurde wirklich so Acht gegeben, dass was Knuspriges, was Weiches, was Cremiges, was Saures, was Knackiges dabei ist. Also, das ist schon mal etwas, wo du sagst, ja, mein lieber Herr Gesangsverein, blasen Sie auf der veganen Tuba weiter. Ich habe mir gewünscht, dass der so gut bei den Coaches ankommt, aber wissen weiß man es natürlich nie im Voraus. Jetzt sehen Sie erstmal, dass nur zwei Chips bei 4 Löffeln sind. Brombeere sehe ich, Radieschen. Ah ja, genau, das ist eine Brombeere. Und da ist er, der Mohn. Ja, riecht man auch. Man riecht es auch eindeutig. Mohn, Essig, rote Beete. Ist das jetzt was Gutes? Er denkt jetzt an klassischer veganer Löffel. Der Mohn war wirklich von Anfang bis zum Ende präsent. Also das haben die anderen Löffel bisher noch nicht geschafft. Diesen durchgängig... Entschuldigung, aber der Mohn springt noch in meinem Mund rum. Es ist noch ein bisschen Mohn zwischen den Zähnen. Aber durchgängig der Mohn, vom Anfang bis zum Ende. Meine ich nicht negativ, ne? Ich will das jetzt auch nicht negativ sagen. In der Ortschaft, wo meine Mama her ist, gibt es ein sehr, sehr gutes Gasthaus. Und da gab es immer so einen Rote-Bete-Salat. Und als ich das jetzt runtergeschluckt habe, hat mich das so sehr an diesen Moment erinnert, als ich das erste Mal da probiert habe. Sehr witzig gemacht. Ja. Ich finde vor allen Dingen dieses Aromenspiel. Also die Radieschen mit ihrer Rettichschärfe haben nur kleine pointierte Nuancen, genauso wie die Brombeere gesetzt. Es hat aber im Gesamten ein sehr, sehr feines, liebliches, süße Säurespiel gehabt. Mohn präsentiert sich hier als alter Ego gegenüber Rote Beete, ganz klar. Diese Aromen tragen sich gegenseitig sehr, sehr schön. Und ich finde auch dieser schöne Einsatz der Säure und so, Chapeau, grandioser Rote Beete-Salat. Aber so grandioser wurde mir gesagt. Weckt Emotionen, das ist doch schön, Christopher. Ja, also das Feedback war ja alles in allem sehr positiv. Und als der Alex gesagt hat, es erinnert ihn an seine Kindheit aus dem guten Gasthof, habe ich mich natürlich gefreut, weil ich finde es immer schön, wenn man mit Gerichten ein bisschen Erinnerungen wecken kann. Ich glaube, es wird uns heute hier nicht leicht gemacht. Zuerst an unsere Kandidaten in der Lounge ein Riesenkompliment, wer auch immer diese 4 Löffel gekocht hat. Ich glaube, ich kann im Namen meiner Kollegen hier sprechen. Das war grandios. Und deswegen würde ich sagen, hoffentlich geht's so weiter mit dem nächsten Löffel. Boah, ist das schön.
schön. Danke. Granatapfel. Wahnsinnig, ey. Ich muss einfach sagen, hier schmeckt jeder Löffel grandios. Das wäre ein Löffel gewesen, da hätte Maya sofort Rezept mitgeschrieben fürs neue Restaurant. Ja, auch das, die Creme, die unten drin war, die das zusammengebracht hat, das Spiel. Also für mich im Moment das ausdrucksstarkste Aromenspiel mit frische Säure, mit Röstnoten. Sehr, sehr schön. Ja, geht runter wie Öl. Es beruhigt mich, weil man hat ja immer diese Unsicherheit, ob es jetzt reicht. Kann ich erst mal kurz durchatmen und freue mich wahnsinnig darüber. Und, ja. Handwerklich finde ich das okay. Ich will diesem Löffel auch nicht so viel Unrecht tun. Aber von all den anderen veganen Löffeln ist er schon, das ist so vegane Küche vor 10 Jahren. Nee. Sehe ich gar nicht so. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. So. Fakt ist, den isst du und es schnallst dein Feuerwerk, wie ich immer so schön sage, im Mund. Und das auf veganem Wege. Da gibt's nichts. Da sind die einzelnen Lebensmittel in ihrer Perfektion ausgearbeitet. Ich finde, die Liebe, die man da dem Blumenkohl gibt, ist grandios. Da hat auch jemand wirklich gut mit den Produkten umgehen können. Die Ausgewogenheit aus Säure, Cremigkeit, Knusprigkeit, Röstaromen ist so gut getroffen, dass es mir vollkommen Banane ist, ob das 80er, 90er oder 2000er sind. Schmackofatz ist das, ein Mund voll Deftigkeit. Genau. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Aber das ist einer. Das sind 3. Ich konzentriere mich auf die 3 und genieße das, was die 3 gesagt haben. Okay, sieht nach Falafel aus. Ja. Also, Buchweizen, ne? Buchweizen ist auf jeden Fall Falafel. Ja. Ein schöner Löffel, der mit der gut geformten Falafel und auch mit den ganzen anderen Sachen eine sehr schöne Idee ist. Ich finde, ich habe hier ein paar Fehltöne, und zwar im Röst- und Säurebereich. Die Falafel an sich sehr gut. Die breitet sich aber wie so ein Teppich über die Zunge aus. Und dann hat auch dieser Granatapfelsalat oder was da drunter war, nicht mehr so viel Spiel. Krass. Fand ich überhaupt nicht. Also die Frage, die man sich ja eigentlich stellt, ist, der Falafel, das Bällchen als solches, hat ja eigentlich schon genügend Cremigkeit mitgebracht. Die Creme drunter hätte ich jetzt bei dem Löffel nicht mehr gebraucht. Doof gelaufen, direkt eine schlechte Kritik mal wieder von Alexander. Sonst sagen sie immer, man braucht immer irgendwas Cremiges, was Knuspriges, dann noch was Saures. Und deswegen habe ich extra die Creme gemacht, aber ja, es ist, wie es ist. Ich finde, dass die Schwierigkeit im Endeffekt ist tatsächlich, die Creme zieht das ganz lang, lässt es auch nicht verschwinden, drängt die Vinaigrette beiseite und dadurch entsteht eine Batzigkeit, die durch die Vinaigrette halt ein Spiel am Gaumen zwischen Süße, Säure, Knack und diesem Falafel hergestellt hätte, die durch diese batzige Masse halt leider beiseite gedrängt wird. Ja, da dachte ich schon, also alle anderen hatten davor auch eine positive Kritik bekommen, dann war mir schon klar, es wird sehr eng heute werden. Oh, wow. Wow, 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 wow. Es ist so schön, wenn sich der Alex und der Frank schon so freuen, steigt bei mir die Erwartungshaltung. Also optisch schön. Ja. Oh,
Der Tim tanzt wieder. Ich fühle mich gerade, als wäre ich ein Stückchen Butter, das in einer lauwarmen Pfanne reingeht und so vorsichtig vor sich hinschmilzt. Und aufschäumt. Herrlich. Herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Also das hat mir richtig gut gefallen. Also ich mache den Scheiß seit 40 Jahren, ja, jeden Tag. Und jetzt kommen die Kandidaten hier teilweise als Hobbyköche hin und servieren uns hier so eine Klasse und eine Qualität. Das Einzige, was ich schade finde, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, dass da nur mal ein Löffel kommt, weil davon hätte zurück mehr sein können. Hier reden wir nicht von einem zweiten Löffel, sondern hier rede ich davon, dass ich diese Qualität von dieser Person gerne als mehrfaches Menü bekommen möchte. Hat er das wirklich gesagt? Ach du Scheiße, ich war da voll unter Strom. What the fuck? Ja, dann kommen wir zum letzten Löffel und man kann mit Fug und Recht behaupten, die Kandidaten haben uns heute bis jetzt echt geflasht. Sie haben beeindruckend gearbeitet. Sie haben neue Aromenkombinationen wie Kraut mit Mohn definiert. Und ich wünsche mir, dass der letzte Löffel uns genauso auf diese vegane Reise mitnimmt und uns einfach nur begeistert. Ich hoffe, dass bei der Verkostung mein Löffel einfach nur im Mittelfeld gut durchrutscht ja, und niemand auch irgendwas Gemeines sagt. Oh, hey Dominik, hey. Zurückgezogen. Oh Gott. Mei, es geht schon wieder los. aha, mediterran. Hm? Gepufft obendrauf. Ja, Buchweizen. Ja, ja, schön. So ein Nestchen gebaut. Sofort Urlaub in Italien, ne? Oh, herrlich. Boah. Boah, herrlich. Leck mich am Arsch, ey. Das ist die perfekte Antipasti-Platte, schön angerichtet. Dann noch eine Grappe auf die Haus und der Abend ist perfekt. Ne, aber ohne Scheiß. Was ist hier los mit den gebratenen Gemüsen? Dann die, was ist das, Buchweizen? Ja. Ja. Wie eine Risotto? Auf diesem Löffel schreit Italien, wir können immer vegan. Das Feedback war ja dann doch so gut für meine Löffel, dass ich auch so einen kurzen Moment dachte, vielleicht wird es ja doch noch ein goldener Stern. Ich habe ja vorhin auch gesagt, dass ich Optik, Handwerk, Geschmack, dass ich alles drei heranziehe. Natürlich ist Geschmack immer über allem. Aber ich möchte hier auch sagen, handwerklich, wie das gearbeitet und auch optisch, also angerichtet und präsentiert wurde, das ist schon eine, das hat schon eine ganz besondere Perfektion. Ja. Ich habe jetzt ein Riesenexperiment gewagt und war tatsächlich ein bisschen überrascht, wie unglaublich gut mein Löffel ankam. So, was jetzt ansteht und was natürlich immer schwerer wird und heute besonders schwer wird, ist, wir haben jetzt unsere Sterne zu verteilen. Den goldenen Stern für den besten Löffel und den roten Stern für den Löffel, der heute vielleicht in Nuancen ein Stück hinter den anderen Löffeln lag, auch wenn das wirklich, wirklich schwierig ist, weil das, was die Kandidaten heute geleistet haben und Löffel kreiert haben, mit so viel Ausdruck, Freude, Spaß, Spannung und Aromen, das ist beeindruckend. Ich glaube, ein goldener Stern wird es nicht. Aber wenn ich heute nur durchrutsche und weiterkomme, bin ich damit sehr zufrieden. Ich glaube, ich würde einfach heute gerne mal sitzen bleiben und kein Entscheidungskochen machen und ein bisschen von dieser ganzen Aufregung runterkommen. Zurück. Und ich bringe gute Nachrichten und schlechte Nachrichten mit. Kennt ihr ja schon, ne? Die guten Nachrichten sind für die, die jetzt gleich keinen Stern bekommen. Das bedeutet, sie sind automatisch in der nächsten Runde und somit in unserem Halbfinale. Die schlechten Nachrichten sind für die, die Sterne bekommen, denn sie müssen weiter zittern. Ihr wisst, goldene Sterne sind für die Favoritenlöffel und rote Sterne sind für die Löffel, die schwächeln. Hanna? Paula? Es gibt Sterne, aber vermutlich erst nächste Woche, denn ihr seid weiter.
war so erleichtert. Ich muss da nicht hoch, ich muss nicht zittern. Ich bin einfach im Halbfinale. Halbfinale. Oh ja. Mein Gott. Ich habe mich einfach so gefreut, dass ich jetzt wirklich ins Halbfinale komme. Unfassbar. Katrin. Maximilian. Ihr müsst weiter zittern. Aber erst nächste Woche, denn auch ihr seid im Halbfinale. Ich bin weiter. Und darüber freue ich mich natürlich bombastisch. Christopher. Tanja. Tim und Janni. Ihr kommt mit ins Studio, denn ihr bekommt Sterne. Mental habe ich mich schon darauf eingestellt, dass ich jetzt rote Sterne bekomme, weil ich werde für den Löffel werde ich keinen Golden bekommen nach der Kritik und dann weiß ich, da gibt's rote, aber ist natürlich kein schönes Gefühl. Ob rot oder Gold, das sehen wir gleich. Kommt mit mir mit. Ich bin im Halbfinale. Man ist zwar immun, aber du willst niemals in den Aufzug, um dann einen roten Stern abzuholen, weil das sieht nach außen natürlich so aus, oh, guck mal, der hat sich zurückgelehnt. Und das war ja wirklich bei dem Löffel nicht, ich habe ja auch richtig gearbeitet. Es war ja nicht, dass ich gesagt habe, ach komm, ich mache ein bisschen Öl auf dem Teller, fertig. Wir sind uns einig, ein krasses Thema. Und umso mehr ist es nicht nur überraschend, sondern auch phänomenal, dass wir so 8 hervorragende Löffel hatten. Ja. Jetzt haben wir leider die Aufgabe, einen roten Stern zu vergeben und dürfen einen goldenen Stern vergeben. Und ich sag ganz einfach mal, Fahrstühle auf. Okay. Tanja, Janni, Christopher, Tim. 4 Kandidaten, einer von mir, der Rest von Tim. Ja. Tja, also das wird eine richtig krasse Challenge. Ja. Kann auch Nachteile haben, wenn man 4 Leute im Team hat. Ja, das sind die rauen Rosinenspiele. Ich fange auch gleich mal an. Mein goldener Stern geht an einen Löffel, der mich kulinarisch abgeholt hat. Er war deftig, er war vollmundig, er war nussig, er war sauer. Er hat für mich das Thema schön getroffen, die Samen waren schön eingearbeitet, sauer Granatapfel dabei. Und mein goldener Stern geht an diesen Löffel und Kandidaten. Also, das ist ja echt so, ne? Du buzzerst den goldenen Stern, geht an deinen Kandidaten. Dankeschön, war Schmackofatz, ich bin sehr glücklich. Bin schon sehr gefreut, also ich sehr erleichtert. Freut mich. Toll, richtig Danke. Toll, ich bin sehr stolz. Danke. Mein roter Stern geht an einen Löffel, der sehr schön angerichtet war, der schön gekocht wurde, der aber dann ganz am Ende eine kleine Fehlnote hatte und dann, ja, was soll ich sagen? Es war etwas da drauf, was das Ganze wirklich etwas mehlig gemacht hat. Tim, was war das? Also es war eine Buchweizen-Falafel mit Hummus und dann so ein Spargel-Granatapfelsalat mit Mohndressing noch. Ja, es war ein sehr gut gekochter Löffel. Für mich war es einfach nur diese eine Fehlnote. Es tut mir leid. Ja, danke. War mir schon relativ klar. Also das mit dem mehlig, dann noch Fehltöne. Also war relativ klar, dass ich von Frank einen bekomme. Ja. Ihr 4. Ich will es jetzt gar nicht großartig spannend machen, weil ich weiß, für euch ist das echt heftig. Mein goldener Stern geht an einen Löffel, den, glaube ich, wir Profis nicht besser hätten machen können. Ganz klar geht mein goldener Stern heute an. Wow! Janni! Ich kann das selber noch nicht so realisieren, dass ich mit so einem Thema so abgeliefert habe und so ein Feedback bekomme. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Tut mir leid. Was war da drauf? Also, es war eine Spitzkohlroulade, gefüllt mit einer Pilz-Mohn-Füllung. Also, als ich den goldenen Stern an meinen Janni gegeben habe, habe ich mir gedacht, kleiner Bruder, wieso nicht früher so? Der musste erst zu mir kommen. Nein. Digga, ich bin mega stolz auf dich. Danke. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist einfach so ein geiles Gefühl und das will man, glaube ich, auch noch öfters erleben. So, jetzt zu meinem roten Stern. Der rote Stern, wie gesagt, war nicht schlecht.
Er war noch nicht ganz so ausgewogen wie alle anderen. Und es gab eine Sache, die mich tatsächlich gestört hat. Und das war, dass eine Komponente sehr dominant war. Deswegen geht mein roter Stern an. Tut mir leid. Alles gut. Innerlich habe ich mich schon darauf eingestellt, dass ich jetzt rote Sterne bekomme. Tja, das ist für mich natürlich eine Herausforderung. Da stehen drei Kandidaten aus meinem Team. Wir fangen schnell an. Mein goldener Stern geht an einen Löffel, der zarte, elegante, vegane Küche at its best gemacht hat. Herausragend. Danke. Auf den Punkt, puristisch. Danke. Wahnsinnig gut. Wenn man von solchen Leuten so ein Feedback bekommt, ist es nicht nur einfach ein Lob für mich, sondern dann ist es auch so ein Stück weit eine Bestätigung, dass ich den richtigen Weg eingeschlagen habe. Mein roter Stern geht an einen Löffel, der die Herausforderung gehabt hat. Er war mir zu eindimensional. Er war in einer Geschmacks- und einer Farbwelt. Und die Komponente Mohn war ein bisschen da, aber in der Gesamtheit der 8 Löffel war es für mich leider der Löffel, der am wenigsten Aromenspiel gezeigt hat. Und deswegen rote Beete-Salat. Ich habe ihn direkt angeguckt und habe schon gesehen, oh, Scheiße. Hat er die Augen schön verdreht. Und dann, ich glaube, er war in dem Moment schon ein bisschen angefressen, weil er in dem Moment gedacht hat, oh, ich habe mich vielleicht zurückgelehnt oder so. Ja, das ist auf jeden Fall ein Tag mit Himmel und Hölle für dich, ne? Du hast vorhin im Teamkochen Gold geholt. Das heißt, du musst nicht ins Entscheidungskochen. Da werde ich aber definitiv mit Tim antreten. Tim ist jetzt auch nicht so super happy, dass er wieder eine Stunde Stress hat. Ja, aber er hat sich freiwillig hier gemeldet, dass er bei The Taste mitmacht als Coach. Und dann muss er auch mit so Kandidaten wie mit mir rechnen. Also Geschmack steht über allem, aber für mich war es klar, ich möchte heute bei dieser Aufgabe Optik und Handwerk. Und deswegen waren es 2 Löffel, die für mich spektakulär waren. Der eine spektakuläre war klassisch orientiert und der zweite war einfach phänomenal interpretiert. Vielen Dank, Janni. Für mich in meiner Zeit als Koch ist es einfach, ein einschneidendes Erlebnis. What the fuck? Mein roter Stern war ein Löffel. Geschmacklich ja, aber im Verhältnis zu vielen anderen, das war für mich ein Stück weit zu grob. Und ja, mein roter Stern schlägt in diesem Moment den Golden Tanja. Oh. Fuck. Alter. Für mich war definitiv klar, dass ich von Alexander keinen goldenen Stern bekomme, sondern einen roten Stern. Und dass ich mich schon mal mental darauf vorbereite, in ein Entscheidungskochen mit Tim zu gehen. Das ist der größte Gagaismus dieses Formats. Ein Kandidat, nämlich meiner, der schon einen goldenen Stern hat, bekommt jetzt den roten Stern. Das ist schon echt krass. Okay, Tanja, das ist jetzt echt eine krasse Situation. Man fühlt sich bei Gold schon so sicher und dann kommt noch der Rote danach. Wir gehen in das Entscheidungskochen gegen Tim. Das kennen wir ja schon. Entscheidungskochen Tim Raue gegen Frank Rosin, also das Barfuß oder Lackschuh. Das ist Kreuzberg gegen Dorsten. Ja, also da geht's richtig zur Sache. Da gibt's, da hört der Spaß jetzt echt auf. Wirklich, sag ich euch. Aber wie sagt Alexander Herrmann Silberrücken immer, wer hier gewinnen will, der gewinnt das durchs Entscheidungskochen. Das ist nun mal eben so. Und jetzt werden wir ein starkes Entscheidungskochen machen. Na, auf jeden Fall wird sich Frank besonders anstrengen. Ich glaube, er will nicht im Viertelfinale schon ohne Kandidat dastehen. Aber Tim und ich werden uns auch anstrengen.